Hallo Freunde, der linke Tunnel enthielt ja ein Objekt, das von unserer Seite aus erstmal ja als unbeschreibbar war. Dann hatte ich ein paar Nachrichten bekommen von Leuten, die gesagt haben, könnte ein Flugzeug sein. Das könnte also ein Flugzeug sein, was vorne und hinten tatsächlich Propeller hat. Wie gesagt, alles Spekulation, denn ein Bild, ein Foto von den Objekten hier kriegen wir durch das Georadar nicht. Und deswegen habe ich gedacht, ich zeige euch nochmal die Aufnahme in einer tieferen Version. Das heißt, wir haben das auf 20 Meter Tiefe abgeschnitten. Legt uns bitte nicht auf 20 Meter fest. Das wird es nicht sein. Dieses Objekt kann 22, 23, 25 oder wie auch immer sein. Es ist für uns nur eine Darstellung. Bei unserem Gerät steht 20 Meter drin. Aber es kann auch sich anders verhalten. Das muss man einfach so sagen. Diese Werte sind nicht exakt übertragbar. Also, was ich jetzt gemacht habe, ist etwas anderes. Ich habe nämlich jetzt mal zuerst den Modus Konturen aufgemacht in dem Programm. Und habe jetzt mal die Möglichkeit, die Objekte innerhalb der Konturlage zu machen. Das heißt, wie verhalten sich die Konturen? Auch dazu bitte noch eine Verständniserklärung. Ihr müsst euch vorstellen, wir nehmen ein Objekt, nehmen wir mal ein Flugzeug an und packen dieses Flugzeug in eine Plastikfolie und saugen mit einem Vakuumiergerät das die Luft raus. Das ist dann dieses Bild, das wir uns mit dem Georadar vorstellen können. Und wenn wir das dann verkleinern, dann können wir um jedes weitere Objekt, das innen drin steckt in diesem Ding, auch wieder eine entsprechende Darstellung mit der Folie drumherum vorstellen. Also das ist vielleicht die einfachste Erklärung, die ich jetzt hier geben kann, wie sich die Sache darstellt von den Proportionen, von den Winkeln und so weiter. Denn wir exakte Winkel können wir nicht zeigen. Und deswegen fange ich jetzt hier mal an und zeige euch mal, in den einzelnen Schichten. Beachtet dabei, das Rote ist die Front. Das heißt also, das ist die Wand. Und ich habe das mit absichtlich jetzt nicht so von oben drauf, sondern ich lasse das jetzt bitte mal in der Schräge, damit ihr auch sehen könnt, wie dieses Objekt nach Tiefe sucht, also in die Tiefe geht und wie dann entsprechend die einzelnen Schichten auch zueinander stehen. Jetzt habe ich wieder den falschen Fehler gemacht. Der passiert mir bei jedem Mal immer wieder, auch wenn ich das nur für mich mache. Ich habe da nämlich noch die alte Einstellung drin. Jetzt muss ich, habe ich umgeschaltet und jetzt geht es in die Tiefe. Also, ihr seht jetzt hier, wie dieses Objekt hier in diesem Bereich sich darstellt. Und jetzt kommen wir zu dem, also in der Höhe, kommen wir jetzt zum Mittelpunkt, nämlich da, wo der Eingang ist. Ja, also hier muss jetzt theoretisch der Eingang sein. Ihr seht, wie dünn das da vor Ort ist. Das hier wird neben dem Eingang rechts so eine kleine Felsnase noch sein, das ebenfalls an dieser Stelle, so würde ich das beschreiben. Und hier sehen wir jetzt schon das erste Objekt, was hier kommt. Da ist dieses erste Objekt, was sich in den Feldlinien darstellt. Das zweite Objekt ist hier schon zu sehen, hier oben. Das kommt aber ein bisschen tiefer und das dritte Objekt hier hinten, werdet ihr gleich sehen, kommt dann auch. So, ihr seht, hier fängt es an, dort kommt jetzt das zweite Objekt und dann achtet mal hier unten, da seht ihr schon, es wird grün, das ist das nächste Objekt. Hier sind also die verstärkten Feldlinien zu sehen, das gleiche haben wir auch. Also wir haben drei Objekte nebeneinander im Tunnel zu erkennen. So, das da hinten, das was jetzt grün kommt, das bitte nicht beachten, das ist wieder eine dieser bösen Nichts. Linien, also wo sozusagen eine Fehlmessung war, da ist also nichts entstanden. Auch das Dunkelblaue ist im Grunde genommen nichts. So, das war jetzt das Ende der Messung. Ich fahre sie wieder hoch, dass ihr seht, wie dünn hier tatsächlich die Wand ist an dieser Stelle. Das kann man sich also so vorstellen. Na, das ist die eine Möglichkeit. Jetzt können wir die Achsen natürlich noch verstellen. Wir können also jederzeit auch eine Quermessung in der Achse machen. Das werde ich jetzt mal tun. Ich werde also jetzt mal diese Achse nehmen. Und da muss ich auch erstmal zum Ende gehen. Wir sind am Ende. Ich fahre das Ganze dann mal auch nach vorne. Und dazu brauche ich jetzt wieder die Einschaltung. So, ihr seht, ich fahre jetzt langsam nach vorne.
Und ihr seht, jetzt kommt der Tunnelmund. Ne? Ihr seht hier den Tunnel. Und da steht dann mein Objekt. Und hier ist das zweite Objekt. Das ist dann die Darstellung. Ich fahre es wieder zurück. Das ist das rechte Objekt im Tunnel. Hier ist das zweite Objekt. Da ist es. Und dann haben wir das dritte Objekt dort nochmal. Ganz kurz. Also die liegen auch nicht in derselben Höhe nebeneinander. Das ist wieder hier unsere Fehlmessung des Dings. Das als erstes. Jetzt nehme ich mal diese Konturengeschichte mal ganz raus und zeige euch das Ganze jetzt wieder in der herkömmlichen. Und auch das muss ich jetzt erstmal aufdrehen, damit ich es mal wieder so habe, wie wir es gesehen haben. Das ist ja das Bild, das ich euch im letzten Video gezeigt habe. Und jetzt möchte ich euch dieses Bild mal verändert zeigen, denn ich habe jetzt, wie gesagt, nach hinten viel mehr Masse an Daten gelassen, um das darstellen zu können. Und das mache ich jetzt mal ganz kurz nach hinten. Ihr seht, dieses Objekt ist sehr schmal, es ist sehr hoch. Das könnt ihr hier schon mal sehen, ne? Also ich mache es jetzt auch mal von vorne. Ich werde jetzt auch für euch mal ein bisschen näher ranzoomen, dann könnt ihr das Objekt mal sehen. Na? Da kommen wir gleich zu. Erklärungen machen wir. Es sind ja alle Erklärungen nur Spekulationen. Jeder, der das hier sieht, jeder, der das hier interpretiert, was er hier sieht, ist eine Interpretation. Auch das mal für die Kritiker, die sich schon wieder gemeldet haben. Wir fantasieren hier rum und wir müssen es fantasieren, weil solange wir nicht persönlich neben dieser Sache stehen und das begreifen, was wir da gesehen haben, ist das hier eine Interpretation. Und da komme ich jetzt dazu. Ich konzentriere mich also jetzt genau nur auf dieses hier vorne liegende Objekt. Das hat seinen Grund, weil es dahinter scheint tatsächlich eine Rakete zu sein, aber bei diesem Objekt können wir sicher sein, dass es was anderes ist. Das werden wir gleich mal ergründen. Also, wie gesagt, wir haben immer noch so ein bisschen das Gefühl von einem Flugzeug. Und da haben wir das Erste, was wir sehen können, ist hier vorne tatsächlich. Und da haben uns Kollegen draufgebracht, die uns schon die Nachrichten geschrieben haben. Die haben das in den Foren geschrieben. Also nicht in den Foren. Die haben uns in den Kommentaren das reingeschrieben. Das hier könnte tatsächlich die Propellerspitze sein, wo der Propeller drin ist. Und dann müsste theoretisch dahinter, also dieser Bereich hier, ich nehme es jetzt mal ein bisschen nach links, dann können wir das mal gucken, falsche Richtung, so. Dann haben wir das mal so ein bisschen in der Mitte. Ich schalte mal den grünen Pfeil weg, dann der nervt hier bloß. So, und dann kann man sich das mal angucken. Das könnte tatsächlich also hier diese Achse sein mit dem Motor dahinter. Das wäre dann dieser Bereich. Auch diesen Bereich werden wir jetzt mal rauf und runter fahren, damit wir mal einfach mal den Versuch haben, was können wir da in Ruhe sehen. Also, wie gesagt, das wäre dann hier theoretisch der Motor. Der bleibt doch als festes Metall, als festes Objekt hier immer noch stehen. Ich zeige es euch nochmal so rum. Ne? Der bleibt da stehen. Und was auch ganz interessant ist, dazu muss ich das Objekt jetzt mal ein bisschen nach links rausfahren, damit ich es wieder rumdrehen kann. Das, was wir als Propellerspitze identifiziert haben, liegt definitiv in der genauen Achse von diesem Motor. Hier sehen wir es. Ne? Also das kann stimmen. Das kann stimmen. Auch dass hier unten eben sowas ist, das würde ich dann zum Beispiel bei einigen Motoren, Flugzeugen, wäre das der Ölkühler. Den haben die dann immer unter dem Motor in der richtigen Windrichtung. Das wäre auch eine Möglichkeit. Halten wir das einfach mal so fest. So, ich drehe das wieder ein bisschen zurück, mache es wieder ein bisschen, stopp, jetzt ist er mir abgehauen. Ich mache es nochmal ein bisschen kleiner. So, ich verändere weiterhin jetzt dieses Bild. Und da kommt etwas, da habe ich etwas gesehen, was ich sehr interessant fand, was ich euch nicht vorenthalten will. Nämlich hinter dem Motor kommt jetzt hier etwas, das ich da sehr interessant finde, nämlich diese Einbuchtung. Wir haben einen hinteren Teil und wir haben einen vorderen Teil. Bei heutigen Flugzeugen wäre das ein Doppelsitzer. Ich hole es nochmal ein bisschen besser ins Bild. Das wäre ein Doppelsitzer. Das heißt, nee, ich habe es jetzt genau verkehrt gemacht. Doch, doch, ist alles richtig. So, das heißt, wir haben hier im Bild tatsächlich jetzt zwei Sitze zu sehen, wenn wir es denn so nehmen würden. Ich muss es bloß ein bisschen tiefer machen. So, jetzt haben wir es wieder im Bild. Und ich mache es nochmal rauf und runter, damit wir das sehen können. Also hier stellt sich das halt dar.
Und das ist eben auch bei Modellen, kann man diese Form tatsächlich sehen. Das ist die Kopfstütze. Hier ist die Kopfstütze. Das wäre tatsächlich dann definitiv ein Flugzeug. Ich zeige es euch nochmal von dieser Position aus. Ne? Der würde dann also hier als Doppelsitzer drin sitzen. Nehmt mich bitte nicht beim Wort. Es ist eine Interpretation. Das ist Fantasie. Ich weiß, da haben sich einige schon ganz gewaltig aufgeregt. Aber es ist jetzt im Moment die bestlogische Möglichkeit, die wir anbieten können. Ja, also das nur mal als Hintergrund. So, das Objekt ist nach hinten dann weiterführend. Wie gesagt, wir können nicht sagen, was dann da hinten noch dran ist. Weil was ich sehr interessant finde, das kann ich aber nicht erklären, warum die so ein bisschen versetzt sind. Das sind die beiden Knubbel, die jetzt hier rechts und links sind. Ich drücke es mal wieder ein bisschen in die Mitte des Bildes. Ja, also hier rechts und links, wenn man das jetzt so sieht, ich mache es ein bisschen hoch, dann ist das tatsächlich verschoben. Also wer dafür eine Erklärung hat, ich weiß es noch nicht. Aber man kann auch mal reinschauen in das Objekt. Soweit können wir das machen. Wir müssen einfach sehen, wie wir diese Datei so noch besser darstellen können. Zur Vollständigkeit halber gehe ich jetzt nochmal bei und werde dieses Objekt auch noch ein bisschen weiter verkleinern, ne, damit ihr noch seht, was da noch kommt, ob jemand dabei noch irgendwas erkennen kann. Das ist, wie gesagt, die Geschichte. Das können wir hier so zeigen. Also auch diese Knubbel sind hier interessant. Aber wir haben keine Deutung dafür. Also ich bin da kein Flugzeugmechaniker. Ich kenne da noch jemanden, mit dem muss ich mal sprechen. Aber wie gesagt, wir haben da noch nichts Genaues. Wenn wir mal jemanden treffen, der das macht, der das beruflich macht, dann wäre das natürlich eine Möglichkeit. Wenn ich jetzt aber meine Daten, die ich jetzt hier sehe, auf dieses Objekt daneben übertrage, dann habe ich diesen Knubbel wieder, dann habe ich hier unten auch diese Propellerachse. Dann bin ich mir nicht mehr ganz sicher, ob das nicht eventuell auch ein solches Objekt ist, das wir nur einfach vom Georadar etwas schlechter erwischt haben. Das ist natürlich auch möglich. Bitte beachten. Ne? Also wer Auswertungen machen möchte, ist da herzlich willkommen. Ihr habt ja auch sicherlich gemerkt, dass in meinen Kommentaren ich versuche, gut gemeinte Sachen, die also Kritiken sind, die auch ehrlich und nett rüberkommen, gerne zu posten, die stelle ich rein. Aber ich sage euch auch gleichzeitig, die Masse von wirklich, ich sag mal, beleidigenden Kommentaren nimmt langsam Formen an, wo ich sage, ich habe die Schnauze voll. Muss man mal so sagen, das ist eben die Dummheit, die da noch mitspielt. Wir sind in unserer Gesellschaft mittlerweile so weit dran, dass ich irgendwie sage, muss das denn noch sein? Also wir sind, wie gesagt, hier an diesem Objekt, an dieser Stelle. So müssen wir es mal darstellen. Ja, ich hoffe auch, dieser kleine Ausflug hat euch gezeigt, dass wir da dran bleiben. Ne? Wir wollen halt alles zeigen. Und ja, jetzt müssen wir nur noch die oberen Stellen alle informieren, beziehungsweise so weit in die Geschichte einbinden, dass die mitspielen. Das ist der große Coup, den wir landen werden, und hoffentlich klappt das. Ich sehe da noch nicht so ganz die Chance. Also wenn ich so sehe, was so bei anderen Ausgrabungen passiert ist, da muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich hier ganz, ganz, ganz geringe Chancen, dass wir das hinkriegen. Und deswegen veröffentliche ich auch das, damit die Öffentlichkeit auch sieht, was hier mit diesen Objekten passiert und wie das gehandhabt wird. Wir haben an dieser Stelle auch mittlerweile eine Kamera, so eine kleine Wildkamera versteckt, damit wir einfach mal sehen, wer da so rumwuselt. Ich hatte ja in den vorherigen Videos mal ein paar Sachen gezeigt von Landkarten. Da ist sofort jeder drauf aufgesprungen, das muss jetzt an der Stelle sein. Aber da kann ich euch mal sagen, es ist nicht an dieser Stelle. Also nicht die jetzt da losrennen und die Landkarte, ich habe da jetzt was gefunden und los. Also das ist hier wieder ein komplett extra Fund. Ich habe das mal versucht. Wir haben hunderte von Fabriken in dieser Akte drin gehabt. Da waren 24 alleine nur im Thüringer Bereich. Und da arbeiten wir uns jetzt durch. Und Thüringen ist groß und die eine ist rechts, die andere ist links. Das ist das für uns das Problem. Wir können nicht einfach mal beigehen und nach eine Fabrik nach der anderen sozusagen abarbeiten und da einfach an der Ort und Stelle bleiben.
die Kilometer nehmen langsam so richtig zu. Also ich habe so das Gefühl, dass man in jedem Berg irgendwas reingebaut hat. Ne, erinnert euch nur an die Anlage Rheimag, ne, bei Kahla. Flugzeugstartbahn oben auf dem Berg draufgepackt und so weiter. Eine Riesensache. Und dann ist dann gleich ein nächsten Ort, also in Rothenberg, ist dann ein Lager gewesen, wo auch die DDR ihre Sachen eingebracht hat. Und dann hast du die nächste Anlage, war ein bisschen weiter westlich, da ist dann wieder was. Also ich habe das Gefühl, die haben im Dritten Reich wirklich jeden Berg unterhöhlt. Und von der Seite her ist eben auch diese Kartenmenge, diese Kartenlage, die wir haben, die ist hochinteressant. Ja, ihr merkt an meiner Sprache, ich mache das hier sozusagen aus dem Stegreif, habe mir hier keinen Plan hingesetzt. Und das ist auch manchmal der Grund, warum ihr dann so Mecker hört, weil ich dann in den Worten dann vielleicht mal so drauf komme, dass ich einfach sage, Leute, seid doch einfach mal ein bisschen nett zueinander. Und in dem Sinne, mit diesen Worten, will ich mich verabschieden. Tschüss.